Herzlich willkommen zur ersten Folge Black Ops 3. Und zwar, wir spielen heute eine Runde Team Deathmatch mit der Razorback. Ich habe die im Moment auf Level 4, aber ich level die natürlich noch hoch. Mit Reflex und Schnellziehen. Als Sekundär habe ich die MR6 mit Reflex. Ich werde die zwei wahrscheinlich eh nicht benutzen, aber ist ja nicht so schlimm. So, jetzt suchen wir erstmal eine Klasse. Nicht eine Klasse, ein Spiel. Ah, als Spezialisten nehme ich den Ruin mit Schwerkraftstacheln. Und ich bin zwar Level 46, aber ich bin richtig schlecht. Das werdet ihr auch merken. Und ja, für die nächsten Folgen hatte ich mir gedacht, dass einer, also dass ihr in die Kommentare schreiben könnt, welche Waffen ich nehme, also mir ein Klassensetup in die Kommentare schreiben könnt, damit ich dann hinterher in der nächsten Folge damit spiele. Das wird, denke ich mal, richtig lustig, wenn ihr mir dann irgendwie Sniper oder so vorschlagt und dann ich damit spielen muss. Auf jeden Fall, das wird relativ lustig, hoffe ich mal. Und für euch wäre das dann noch ein bisschen lustiger zum Anschauen. Aber jetzt gucke ich hier erstmal. So. Keiner hier? Ist aber ungewöhnlich, dass hier keiner rumläuft. Da ist doch schon einer. Alles klar. Aber ich habe ihn noch bekommen. Lol, da kam noch einer. So. Zwei Einstich, ja. So, dann gucken wir doch mal. Ich könnte ja gleich mal meine Sniper auspacken. Oh mein Gott. Oh, ich dachte, das wäre einer von mir. Hier. So. Ah, da habe ich einen gesehen, aber den Try hatte ich jetzt mal nicht. Würde ich jetzt nicht herausfordern. Oh. Das war knapp. Oh ne. Ja, okay. Das war natürlich klar, dass der jetzt da stehen bleibt. Aber hoffentlich kommt hier jetzt einer. Nein. Lol. Okay. Aber ich bin erst aus meinem Team. Das ist schon. Also ich habe gar nichts gesehen, mal gucken. Alles klar. So, ich müsste das nächste Mal Taktikmaske mitnehmen. So. Hallo, mein Freund. Schade. Ich dachte, ich könnte ihm vielleicht ausweichen. Aber nö. Oh, Mann. So, jetzt bin ich Dritter. Vierter.
da schon eher was mir liegt, immer ganz unten mitzuspielen. Das ist so eher mein Style. Mein Gott. Erledigt. Oh, ich bekomme ihn auch noch, ich bekomme ihn auch noch. Oh, schade. Das wäre lustig. Hätte Verbündete ich den kommen noch näher an bekommen. dich. Oh. Terminator.exe. Warum kann ich die Waffe nicht aufheben? Schade. Okay. Snipen ist jetzt nicht so meins. So. Alles klar. Warum? Mann. Er tötet mich schon wieder. Mit welcher Waffe spielt er? M8A7. So. Oh, da habe ich ihn aber perfekt geholt. Und er killt mich mit einer Schwebeladung. So. Attentäter neutralisiert. Alter. Dieser Terminator.exe, ne? Der regt mich richtig auf. So ein richtiger Vorzeige-Tryharder. Schade. Ich bin Erster mit einer 1er KD. Und wir sind auch noch am Führen. Ah, da ist er. So, hast du nicht mit gerechnet, wa? So ein Low dich holt. Nein. So, ich sollte mal meinen Schwerkraftstacheln einsetzen. Das mache ich jetzt gleich auch. Und zwar dann, wenn ich gleich einen Gegner sehe. Mein Gott. Mit seinem scheiß Flammenwerfer. Mann! Jetzt bin ich negativ. Scheiße. Aber ich muss wirklich sagen, jetzt bin ich irgendwie besser als sonst. Alter. Wie kann der mich treffen, wenn ich so hoch fliege? Aber egal. Feindliche Vorräte von oben. Das hat mich jetzt sehr interessiert. Wir gewinnen. Bäm, Junge. Und da kommt direkt einer von hinten. Aber ich bin nicht negativ, Leute. Das ist schon wieder ein Pluspunkt. Jetzt. Bam. Perfekt. Nein. Aber ich bin Erster. Das war ich noch nie. Ohne Witz, ich war noch nie Erster in einer Runde. Und ich lieg sogar mit 100, 145 Punkten vorne. Das
ist Geh zurück ins nice. Camp. Ja. Würde ich auch sagen. Aber ich bin nicht negativ, das ist so mein Ziel. Und ja. Also schreibt mir für die nächste Folge Klassenvorschläge, also Waffenvorschläge oder ja, Waffenvorschläge oder Klassenvorschläge in die Kommentare, dann werde ich mir ein, zwei rauspicken und dann mit diesen Waffen spielen. Oh mein Gott. Machen wir direkt. Was willst du? Seltene Vorratslieferung. Kryptos. Mal gucken. Ich bekomme zwar eh nie was, aber egal. Boah. Nice, Digga. Das ist echt hübsch. Das ist ja richtig cool. Als Outrider, gutes Spiel. Nehme ich einfach mal. Egal, auf jeden Fall. Ja. Waffen- und Klassenvorschläge nächstes Mal in die. Oh. Für die nächste Folge in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, Leute. Ciao.